Seit circa einem Jahr bin ich dabei, hier die Musikhandschriften für die Datenbank RISM einzugeben. RISM stellt für Musikwissenschaftler und für Musikpraktiker Informationen über Musikhandschriften bereit, die sich weltweit in Bibliotheken befinden. Das Manuskript, an dem ich gerade arbeite und das ich hier in die Datenbank eingebe, ist ein Orgelkonzert von Johann Sebastian Bach. Dieses Konzert ist kein originales Orgelkonzert, sondern eine Bearbeitung eines Violinkonzertes von Antonio Vivaldi. Diese Abschrift ist deshalb so bedeutend, weil es zu diesem Stück keine Originalhandschrift von Johann Sebastian Bach selbst gibt. Dieses Manuskript wurde aber von seinem Sohn abgeschrieben, von seinem ältesten Sohn Wilhelm Friedemann Bach. Bach hat sowohl seine Söhne als auch Schüler immer wieder dafür eingesetzt, Noten für ihn abzuschreiben. Es war also gar nichts Ungewöhnliches. Bach bearbeitete das Konzert in seiner Zeit am Hofe von Johann Ernst von Sachsen-Weimar, wo er 1708 bis 1717 angestellt war. Dieser Fürst war sehr musikliebend, brachte sich oft Noten auch aus Italien selbst mit und Bach hatte dann vielfach die Aufgabe, diese Werke zu bearbeiten. Mit alten Manuskripten zu arbeiten, ist für mich als Musikwissenschaftlerin eigentlich das Größte, weil man dadurch eine unmittelbare Verbindung zur Vergangenheit bekommt. Man sieht auch, wo ein Schreiber mal irgendwie einen Fehler gemacht hat oder kann sich Sachen vorstellen. Also es ist eigentlich also eine Sache, die auch sehr sinnlich ist, die Sachen anfassen zu können oder sich vorzustellen, dass Bach meinetwegen bei diesem Manuskript seinem Sohn über die Schulter geschaut hat und gesagt hat, das war nicht ganz richtig. Manchmal, wenn ich so über die Notenzeilen schaue, auch wenn ich in den Computer einzelne Takte eingebe, wird die Musik für mich im inneren Ohr lebendig.